vierter Streich. Wir hatten es vorher, von, also ganz am Anfang, davon, dass der Vater, nein, der Onkel so von Wilhelm Busch Pfarrer war. Und der vierte Streich ist eben, nun, Sie werden es hören, über den Lehrer Lempel. Also auch ein Pfarrer. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Nicht allein in Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen. Sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Da dies mit Verstand geschah, war Lehrer Lempel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden. Denn wer böse Streiche macht, der gibt nicht auf den Lehrer Acht. Nun war dieser brave Lehrer von dem Tobak ein Verehrer, was man ohne alle Frage nach des Tages Mühe und Plage einem guten Mann auch von Herzen gönnen kann. Max und Moritz unverdrossen sinnen aber schon auf Possen, ob vermittels seiner Pfeifen dieser Mann nicht anzugreifen. Einst als es Sonntag wieder und Herr Lempel brav und bieder in der Kirche mit Gefühle saß vor seinem Orgelspiele, schlichen sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben, wo die Meerschaumpfeife stand. Max hielt sie in seiner Hand, aber Moritz aus der Tasche zog die Flinte.